Wir sind zurück in Deutschland nach 4 Jahren fast durchgängiger Reise mit unserem Camper kreuz und quer durch Europa und Asien sind wir seit ein paar Tagen nun zurück in Deutschland. Ja, noch fühlt es sich sehr ungewohnt an. Wir sind gespannt, was dieses nächste Lebenskapitel für uns bereithält. Und um euch dabei auch auf dem aktuellen Stand zu halten, haben wir euch in unserem letzten Video und bei Instagram gefragt, was ihr gerne über unsere Pläne, über den Stand unserer Fahrzeugsuche und auch ja, ganz generell über uns wissen wollt. Wir haben viele Fragen bekommen und ein paar davon werden wir jetzt beantworten. Also schnappt euch gerne einen Kaffee, Tee oder sonst was. Los geht's! Die Frage, die mit großem Abstand am häufigsten kam, war, wie ist der Status mit eurem geplanten Van-Ausbau? Habt ihr schon ein Fahrzeug gefunden und alle denkbaren Variationen davon? Ja, und die Antwort darauf ist ja, wir haben tatsächlich schon einen neuen Camper gefunden. Wir hatten eigentlich schon die Suche aus Spanien heraus aufgegeben, das ja schwierig oder zumindest äußerst riskant ist, aus der Ferne heraus und vor allem ohne mögliche Besichtigung ein Fahrzeug zu kaufen. Aber dann hat sich über den Nachbarn eines meiner Onkel in meiner Heimatkleinstadt ein Zufall ergeben, der dazu geführt hat, dass wir eben tatsächlich vor 3 Wochen einen Kaufvertrag unterschrieben haben. Wir haben den Wagen jetzt vor ein paar Tagen schon einmal ganz kurz gesehen, aber noch haben wir die Papiere nicht und alles, was dazu gehört. Daher ja, wollen wir das jetzt auch noch nicht allzu sehr beschreien, auch wenn wir eigentlich recht zuversichtlich sind, dass das jetzt klappt. Sobald das abgeschlossen ist und sobald wir uns den Wagen dann auch mal ganz in Ruhe anschauen konnten, machen wir aber in jedem Fall ein eigenes Video darüber. Ist es ein Mercedes Vario geworden oder ein Fiat Ducato oder doch was völlig anderes? Das verraten wir euch dann, aber wir wollen das eben erst in trockenen Tüchern haben. Wobei wir schon verraten können, glaube ich, dass es in jedem Fall ein ganzes Stück größer wird als ja unser kleiner hier. Ja, es ist auf jeden Fall hervorragend, dass das jetzt eben wahrscheinlich klappt und wir dadurch dann auch direkt loslegen können mit dem Ausbau. Daran haben wir bis zuletzt nicht mehr geglaubt, nee, da der Markt der bezahlbaren Fahrzeuge ja sowieso super leer gegrast ist und auch die Suche aus dem Ausland kaum sinnvoll möglich ist, ohne sich die Fahrzeuge eben selbst anzuschauen. Also wir sind super happy und ja, noch ein kleines bisschen vorsichtig, bis wir wirklich das Fahrzeug und die Papiere dann haben. Aber eigentlich schon jetzt super happy. Ja, zweite Frage. Was sind eure Pläne für die nächsten Monate? Bleibt ihr in Deutschland? Sehen wir euch im Sommer in Schweden? Also der Planungshorizont ist erstmal für die nächsten ungefähr 6 Monate Deutschland. Nachdem wir in den letzten 4 Jahren gefühlt jeden zweiten Tag woanders waren, wollen wir jetzt ein bisschen stationärer sein, wieder Zeit mit Freunden verbringen können, die Annehmlichkeiten der deutschen Krankenversicherung genießen, auch ein bisschen runterkommen, die Erlebnisse der letzten Jahre verarbeiten. Das ist bitter nötig. Auch Kraft schöpfen für dann neue Abenteuer. Mhm. Und natürlich unseren neuen Camper ausbauen, um auf zukünftigen Touren dann ein bisschen mehr Platz zu haben. Wenn der Van dann fertig ist, wollen wir damit aber in jedem Fall wieder losziehen. Also jetzt nicht unbedingt gleich wieder 4 Jahre, aber fest ins Auge gefasst haben wir eine erste Tour nach Norwegen im Winter. Bis dahin wollen wir mit dem Ausbau fertig sein. Mal schauen, ob das klappt. Und das wird in jedem Fall direkt ein Härtetest, denn im Winter in Norwegen kann es ja durchaus sehr kalt werden. Und eigentlich mögen wir es ja lieber warm, aber wir wollen unbedingt die Lofoten sehen, wollen unbedingt Polarlichter sehen. Daher ist Norwegen unser erstes erklärtes Ziel, sobald der neue Camper fertig ist. Ja, und wenn wir schon mal so ein bisschen weiter über den Tellerrand hinausschauen, wir träumen seit längerer Zeit davon, die USA und Kanada mit dem Camper zu bereisen. Das soll dann ja unser nächstes großes Ziel werden, also den Camper verschiffen und dann für längere Zeit Nordamerika erkunden. Noch ist da nichts in Stein gemeißelt. Erstmal steht ja auch der Van-Ausbau an, aber ja, ich würde dem eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit beimessen, dass wir in einem Jahr oder sagen wir in der nahen Zukunft dann die USA und Kanada bereisen werden, wenn nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ja, genau. Also wir werden dem Camperleben in jedem Fall auch weiterhin treu bleiben und auch während unserer Zeit in Deutschland werden wir euch natürlich weiterhin mit neuen Videos versorgen, denn wir werden in jedem Fall den Van-Ausbau umfassend begleiten mit allen Herausforderungen, die da noch auf uns warten
Und wir wollen auch zwischendurch hoffentlich immer mal wieder Zeit finden, um ein bisschen in Deutschland auf Tour zu gehen und neue Reisevideos zu filmen. Jop. Und dazu passt ganz gut die Frage, wollt ihr euren jetzigen Van verkaufen? Nein, erstmal nicht. Tina hat es ja schon gesagt. Wir wollen auch in den nächsten Monaten immer wieder auf Tour gehen. Wir waren jetzt gerade zum Beispiel direkt schon an der Ostsee für ein paar Tage, weil sich das ja quasi durch Zufall angeboten hatte. Wir haben den vermeintlich schönsten Strand Deutschlands besucht, wo wir noch nie waren. Auch das haben wir gefilmt. Und wenn wir mit all diesem Ankommensstress hier parallel es schaffen, wird nächste Woche dazu auch ein Video online gehen. Da an der Ostsee waren wir ein paar Tage auf einem Campingplatz und ja, waren dann natürlich mit unserem Camper hier. Wir haben auch gar kein anderes Auto. Also nein, während wir den neuen Camper ausbauen, werden wir den Knausi hier behalten. Sobald der neue dann fertig ist, werden wir den hier aber natürlich verkaufen. Also wenn ihr zum Winter hin oder für die neue Saison dann einen gut eingefahrenen 540er Kastenwagen sucht, dann sagt uns Bescheid. Und da schließt die nächste Frage gleich an, die uns in den letzten Monaten eigentlich immer wieder gestellt wurde. Wie zufrieden seid ihr mit dem Knaus Boxster? Ja, da das scheinbar wirklich viele von euch interessiert, haben wir uns gedacht, machen wir dazu in den nächsten Wochen doch ein eigenes Video. Nach jetzt insgesamt ziemlich genau 5 Jahren und 125.000 Kilometern ist es wahrscheinlich auch ein ganz guter Zeitpunkt. Wir haben unseren Knausi in jedem Fall ausgiebig auf Herz und Nieren geprüft. Ja, das und, kann man wohl sagen. Ja, wir können sowohl positive als auch verbesserungswürdige Dinge berichten. Also wie gesagt, wir werden versuchen dazu in den nächsten 2 bis 3 Wochen ein eigenes Video zu machen. Habt aber bitte noch ein kleines bisschen Geduld. Wir sind hier gerade echt gut beschäftigt mit Wohnungssuche, all diesen ganzen behördlichen Sachen und natürlich auch Freunde und Familie nach so langer Zeit endlich mal wieder zu sehen. Das war stark eingebunden. Da sind wir recht stark eingebunden gerade, genau. Nächste Frage. Könnt ihr einen Camper mit über 3,5 Tonnen fahren? Habt ihr den großen Führerschein? Wollt ihr unter 3,5 Tonnen bleiben? Ja, auch die Fragen haben wir irgendwie ein bisschen gebündelt, da sie ja alle im Grunde auf das gleiche Thema hinauslaufen. Nein, wir dürfen beide keinen Camper über 3,5 Tonnen fahren. Wir haben beide nur den B, beziehungsweise ich noch den BE-Führerschein, also PKW, beziehungsweise in meinem Fall eben noch den Anhängerführerschein. Und wir sind beide noch so jung, dass für uns nicht mehr dieser alte Führerschein greift. Wir müssten also tatsächlich einen neuen Führerschein machen, wenn wir mehr als 3,5 Tonnen fahren wollen. Und genau das werden wir ziemlich sicher auch machen. Man könnte jetzt abwarten und hoffen, dass diese angepriesene EU-weite Anpassung dieser Führerscheinrichtlinien dazu führt, dass man auch mit einem normalen Führerschein vielleicht bis zu 4,25 Tonnen sind da, glaube ich, im Gespräch fahren kann. Aber soweit ich das verstehe, scheint das ja nur für Fahrzeuge mit Elektroantrieb geplant zu sein. Wenn nicht, dann toll, dann können wir uns das sparen. Ich würde das sehr begrüßen, aber ja, eigentlich planen wir damit, den größeren C-Führerschein zu machen, denn ja, bei uns spielen Wohnmobile und damit große Fahrzeuge eine so zentrale Rolle, ja, dass es für uns einfach Sinn macht. Vor allem, ja, wenn ich bedenke, dass wir selbst mit unserem kurzen und niedrigen 540er Ducato hier schon ganz scharf an der 3,5-Tonnen-Grenze kratzen. Das haut mit einem größeren Camper aus meiner Sicht einfach nicht sinnvoll hin. Daher werden wir das so machen. Solltet ihr zu dieser neuen EU-Regelung allerdings schon irgendwas Neues gehört haben und vor allem was Verlässliches gehört haben, weil das ist super schwierig rauszufinden, dann schreibt uns gerne. Ansonsten werden wir im Laufe des Jahres wohl mal wieder die Schulbank drücken. Wo zieht ihr in Deutschland hin? Nicht zurück nach Hamburg. Wir lieben Hamburg und wir hängen auch sehr an Hamburg und wir hoffen auch, dass wir das Hamburger Kennzeichen noch eine Weile behalten können. Dürfte klappen. Aber wir ziehen nicht zurück nach Hamburg. Das hatten wir tatsächlich sogar schon damals vor 4 Jahren entschieden, als wir uns von Hamburg aus auf unsere große Tour durch Asien aufgebrochen sind. Schon da stand für uns fest, dass wir, wenn wir dann zurück nach Deutschland kommen, wieder näher an unsere eigentliche Heimat ziehen wollen. Und das ist bei uns das Münsterland. Daher sind wir gerade auf Wohnungssuche in Münster. Total einfach. Ja. Hier wollen wir zumindest mal so für die nächsten 6 Monate, für die Zeit während des Camperausbaus bleiben. Und weiter als das ist gerade auch schwierig für uns zu planen. Das lassen wir also erstmal ein bisschen auf uns zukommen. Ja, Planungshorizont 6 Monate. Dann gucken wir. Habt ihr Angst davor, wieder in einen geregelten Alltag überzugehen?
Ja, die Frage fand ich sehr spannend oder finde sie sehr spannend, denn ja, da haben wir tatsächlich immer mal wieder von gehört, dass ja so eine Rückkehr unter Umständen gar nicht so einfach ist, dass ja Reisende, die so lange unterwegs waren und ja, damit meine ich auch sowas wie ein Jahr, nach der Rückkehr ja im Grunde in Depressionen verfallen oder zumindest in Tief fallen, denn all die schönen Freiheiten sind plötzlich weg, der geregelte Alltag holt einen wieder ein, plötzlich ist wieder Leistungsdruck da, vor allem natürlich in Deutschland. Alles Sachen, die, wenn man, ich sag mal, ein Jahr Weltreise macht, nicht unbedingt hat. Und ja, dass man sich davon so sehr entwöhnt hat, dass es gar nicht so leicht ist, da wieder reinzufinden. Also ja, dass man vielleicht sogar auch feststellt, dass man überhaupt nicht wieder rein will in so ein System. Und das sind alles Dinge, über die wir uns in den vergangenen Jahren auch immer wieder Gedanken gemacht haben. Bei uns war es bis vor 4 Jahren, bis vor 3, bis vor 2 Jahren immer der Plan, zurück nach Deutschland zu kommen und in unsere alten Agenturjobs wieder einzusteigen. Also in einer neuen Stadt, aber eben in ähnliche Jobs, halt wieder einfach einen ganz normalen Alltag zu führen. Das war immer der Plan. Und ja, das war auch immer mit dieser Sorge behaftet, wie wir damit dann von der Psyche her umgehen können. Also wenn man eben einmal ja, das Gefühl dieser Freiheit für eine Weile gelebt hat. Jetzt, wo wir aber tatsächlich nach Deutschland zurückkehren, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Und wir verspüren da zumindest bisher eigentlich gar keine große Angst. Es ist sogar eher ein bisschen das Gegenteil. Und ich denke, das hat mehrere Gründe. Also einerseits werden wir eben auch weiterhin erstmal nicht in unsere ursprünglichen Jobs oder eben in klassisches Angestelltenverhältnis zurückkehren, sondern werden weiterhin selbstständig unterwegs sein mit eben diesem Standbein, das wir uns über die letzten Jahre hinweg aufgebaut haben. Wir werden weiterhin als Fotograf, als Videograf, als Texter, als Reisejournalist, als YouTuber unterwegs sein. Vielleicht auch als Vortragsredner, denn wir wurden vom Caravan-Salon angefragt, ob wir da auf der Bühne nicht vielleicht über unsere Reisen berichten können. Also ja, mal schauen, ob das zustande kommt. Das macht mich in jedem Fall ein kleines bisschen nervös, wenn das dazu kommen sollte. In jedem Fall werden wir weiterhin ein gewisses Maß an Freiheit haben und unsere Zeit selbst einteilen können, den Ort selbst aussuchen, wo wir arbeiten wollen und vor allem Jobs machen, die wir richtig gerne machen. Ja. Und andererseits, und das ist sicherlich auch ein großer Unterschied zu diesen ja, üblichen Reiserückkehrern, wir kommen ja gar nicht aus einem Jahr Urlaub zurück, wo man irgendwie recht sorgenfrei vor sich hingelebt hat. Wir waren in den letzten Jahren zwar super viel unterwegs und von außen mag das auch manchmal ausschließlich wie Urlaub aussehen, aber die Realität ist, dass wir in den letzten 2-3 Jahren sehr konstant gearbeitet haben, in einem Rhythmus, den wir nun ziemlich ähnlich so beibehalten werden, denke ich. Wir erwarten also eigentlich gar keine so große Umstellung, eher noch im Positiven, in dem Sinne, dass wir ja, uns ab jetzt nicht mehr jeden zweiten Tag um einen neuen Stellplatz, um Wasser, um die Entsorgung und Co. kümmern müssen, nicht mehr ständig in neuen Gegenden zurechtkommen müssen, sondern eben stationär sind und so hoffentlich sogar vielleicht eher wieder ein bisschen mehr Beständigkeit haben als in den letzten Jahren. Also nein, ich würde sagen, wir haben keine Angst vor der Rückkehr, wobei ich schon glaube, was ich auch schon im letzten Video gesagt habe, dass wir ja diese Art zu reisen, wie wir es in den letzten Jahren machen durften, wahrscheinlich sehr bald noch deutlich mehr vermissen werden, als uns das jetzt gerade bewusst ist. Ja, das stimmt. Also das kann ich alles nur genauso wiederholen, wie Dirk das schon gesagt hat, würde ich auch sagen, dass es eher das Gegenteil ist und wir uns ein bisschen auf einen geregelten Alltag sogar freuen. Und ja, wie Dirk das angesprochen hat, dass wir jetzt in den letzten 4 Jahren fast jeden zweiten Tag woanders waren, immer andere Umgebung. Man muss sich um Dinge wie Wasser, Versorgung, Entsorgung, Lebensmittel, Stellplätze kümmern. Alles, was man in einer normalen Wohnung einfach hat, was einfach gegeben ist. Ja, es nimmt einfach und viel Zeit ein. Das, ich glaube, das werden wir dann auch erstmal wieder richtig genießen und zu schätzen wissen. Glaube ich auch. Schauen wir mal. Könnt ihr euch vorstellen, auch in Deutschland dauerhaft im Camper zu leben? Nein. Also ich finde es alles andere als abwegig und es gibt ja auch viele Möglichkeiten, sei es jetzt fest auf einem Campingplatz oder auch komplett mobil auf legalen Stellplätzen von zum Beispiel auch Landvergnügen oder Vanside und wie das alles so heißt. Und das machen ja auch Leute, also hier die Road and Board und Sven Marmach, den du folgst, die machen das ja auch. Also es geht definitiv, aber nach 4 Jahren on the road wollen wir jetzt eben was Stationäres und
Auch langfristig kommt ein Camper für uns als Vollzeitwohnsitz eher nicht in Frage. Also nein. Ganz anderes Thema. Dirk, warst du wirklich mal ein Maskottchen? Ja, ich glaube, das muss man erklären. Ich hatte das in einem der letzten Videos beiläufig erwähnt. Ich glaube, das war in Valencia, weil wir da mehrere Maskottchen in der Innenstadt gesehen haben. Ja. Da habe ich gesagt, dass ich das auch mal gemacht habe. Und zwar war ich unter anderem mal ein Eisbär für eine Schlittschuhhalle und ich war ein überlebensgroßer Fuchs für eine Würstchenmarke. Ich hoffe, ich finde davon noch irgendwo Fotos. Es ist lange her. Es ist sehr anstrengend, es ist sehr heiß in so einem großen Kostüm, wenn man da die Kinder bespaßt. Aber es war auch immer sehr lustig und es gab gutes Geld, also ein sehr, sehr guter Studentenjob damals. Ja, ich war ein Maskottchen. Diesel oder Gasheizung? Ich würde sagen Diesel. Allerdings hatten wir noch nie einen und können das daher nicht jetzt 100% beurteilen, aber es scheint uns auf jeden Fall die bessere Alternative zu sein. Gas ist auch okay, hält zum Kochen auch ewig, aber wenn man mit Gas heizt, dann gerade bei wirklich kalten Temperaturen, dann muss man wirklich alle paar Tage die Gasflasche wechseln. Oh, das kann schwierig werden. Ja, und dann hat auch noch jedes Land andere Flaschen und Systeme, Adapter helfen, aber definitiv halt auch nicht immer. Tankgasflaschen helfen auch, aber auch die nicht immer. Und Diesel ist halt viel, viel flächendeckender verfügbar. Das ist einfach ein unschlagbarer Vorteil. Dieselheizungen haben scheinbar auch Nachteile. Die haben einen höheren Stromverbrauch, glaube ich. Man muss die frei brennen. Ja, das Klackern der Pumpe nervt manche Leute. Aber ja, also wir wollen es in jedem Fall austesten. Und daher kommt in unseren neuen Van auch definitiv eine Dieselheizung. Wenn ihr ein bestimmtes Modell empfehlen könnt, dann schreibt uns gerne. Ja, unbedingt. Würdet ihr Spanien mit dem Wohnmobil empfehlen? Ja. Ich denke, wer unsere Videos gesehen hat, dem dürfte relativ schnell klar werden, wie gut wir es in Spanien fanden. Ja. Und das betrifft sowohl die reinen Landschaften, also weil traumhafte Strände, abwechslungsreiche Küstenabschnitte, hohe Berge, Wüstenlandschaften, Schluchten, tolle Wanderungen, tolle Aussichtspunkte, gefühlt einfach jede Art von Landschaft, die man sich vorstellen kann. Es war so schön und ja noch viel abwechslungsreicher, als wir uns das jemals erträumt hätten. Ja. Spanien hat einfach alles. Ja. Und gutes Wetter und richtig gutes Essen noch on top. Ja. So, und dazu aber eben auch eine richtig gute Infrastruktur für Wohnmobile. Also wir haben auf so vielen offiziellen kostenfreien Stellplätzen übernachtet. Stimmt. So, wir haben natürlich hauptsächlich freigestanden, aber wenn man eben Infrastruktur braucht und ja, da geht es vor allem um Fähr- und Entsorgung natürlich, dann lässt sich das in Spanien wirklich sehr gut lösen. Also zumindest in all den Regionen, in denen wir unterwegs waren. Ja. Also aus unserer Sicht ist Spanien nach wie vor ein absolutes Camperparadies. Ja. Natürlich ist es auch da inzwischen voll von Zeit zu Zeit. Das ist auch Teil der Wahrheit. Aber man kann noch immer traumhaft schöne, auch einsame Plätze finden. Ja. Ich denke, das haben unsere Videos in den letzten Monaten gezeigt. Wir kommen also auf jeden Fall nochmal wieder irgendwann, würde ich sagen. Ja, wobei es uns natürlich jetzt noch immer eher in Länder und Regionen zieht, die wir noch nicht kennen. Ja. Also wir sind jetzt nicht die, die jeden Winter immer in Spanien überwintern würden. Aber noch nicht. Wir können die Leute, die das machen, jetzt sehr, sehr viel besser verstehen. Jo. Was sind eure Highlights in Spanien? Was muss man gesehen haben? Lieber Nordspanien oder lieber Richtung Andalusien? Ja, das ist der letzte Fragenkomplex für heute. Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir recht kurz beantworten können. Wir haben so viele unterschiedliche Highlights in Spanien, sowohl im Norden als auch im Süden. Daraus jetzt ein oder zwei Highlights rauszupicken, das können wir einfach nicht. Das ist eigentlich kaum möglich. Deswegen, allein schon, da wir ja beide selbst unterschiedliche Vorlieben haben. Und das ist auch ein Grund, warum wir schon ein Top 10 Highlights Nordspanien und ein Top 10 Highlights Andalusien gemacht haben. Ja. Und auch da haben wir uns schon schwer getan, uns auf jeweils nur 10 Highlights zu einigen. Ja. Also es gibt einfach zu viele schöne Ecken in Spanien. Das ist ein gutes Zeichen, Das ist ein gutes genau. Wir können nichts Einzelnes rauspicken. Ja. Vielleicht habt ihr unser Top 10 Andalusien-Video aus der letzten Woche schon gesehen. Falls nicht, schaut gerne mal rein. Wir verlinken es euch hier oben irgendwo in der Ecke. Das Video hat uns ein bisschen Zeit gegeben, hier in Deutschland schon mal etwas anzukommen.
Trotzdem waren wir seit unserer Rückkehr bisher eigentlich laufend unterwegs. Also es wird Zeit, dass wir jetzt mal ein bisschen runterkommen. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal eine Wohnung. Ja, klar. Dann Ausbauplatz für unseren neuen Camper. Aber dann geht's los. Ja, danke an unser Abenteuer Deutschland mit Van-Ausbau und allem drum und dran richtig starten. Wir sind sehr gespannt. Und ja, wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns dabei weiterhin begleitet. Wir haben wirklich spannende Dinge vor uns, glaube ich. Mal schauen, wie sehr uns der Van-Ausbau an unsere Grenzen bringt. Es wird easy. Ja, wenn ihr das mitbekommen wollt und wenn ihr außerdem mit uns auch ein paar Ziele in Deutschland erkunden wollt und natürlich alle weiteren Ziele im Anschluss, dann abonniert gerne unseren Kanal. Das würde uns sehr freuen, wie immer. Genauso, wenn ihr einen Kommentar oder Daumen hoch da lasst. Ja. Drückt einfach auf alle Knöpfe, die es hier unten so gibt. Nur nicht deabonnieren. Nee, den nicht. So gut. Und wir melden uns dann am nächsten Sonntag wieder und auch ganz bald dann sicher mit einer Vorstellung unseres neuen Fahrzeugs. Jo, ganz liebe Grüße. Habt einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Kannst du jetzt mal endlich aufhören, an deinem Handy rumzuspielen? Nein. Ich möchte loslegen. Mach doch. Ich kann das nicht alleine. Die Leute wollen dich sehen. Ich warte, bis du fertig bist. Genau. Oder sollen wir es einfach schon verraten? Nein. Sonst läuft das in der Arbeit alles schief. Hand vor den Mund. Hier ist auch keiner. Wir sind noch unter uns. Entschuldigung, können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Test, 1, 2, 3, Test, hallo. Ist das Ding on? It's on. Möchte ich? Meine verschwitzten Hand. Ja, danke.